Eine Schiffsladung Flüssiggas, eine Terawattstunde, das sind in etwa 65.000 Haushalte in Österreich, die durch den Winter kommen. Das ist das Ergebnis jenes Vertrages, der heute hier in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch abgeschlossen wurde zwischen der OMV und Vertretern aus Abu Dhabi. Bundeskanzler Karl Nehammer, der die österreichische Delegation angeführt hat, der zeigt sich hier durchaus erfreut. Es wäre in etwa die Menge, mit der man Vorarlberg und auch Tirol mit Gas beheizen könnte, sogar ein bisschen mehr, denn aktuell sind das rund 55.000 Haushalte und es ist ein Zehntel von dem, was Olaf Scholz genau vor einem Monat auch für sein Land hier herausgeholt hat. Eine Reise, die vor allem im Vorfeld für Kritik gesorgt hat, vor allem an der Menschenrechtssituation in den Emiraten, Stichwort auch Medienfreiheit, Rechte der Frauen und dergleichen. Es war aber heute unisono sowohl von Kanzler Nehammer, Energieministerin Gewessler als auch Finanzminister Brunner zu hören, dass man auf die Diversifikation setzt, sprich, dass man mehrere Partner hier auch heranziehen möchte. Man möchte nicht mehr von Russland alleine abhängig sein, wie das in der Vergangenheit der Fall war, und möchte hier auch auf andere Partner setzen. Es wird allerdings in nächster Zeit keine Reisen geben, auch nicht zu Partnern wie beispielsweise Norwegen. Da dürfte man durchaus gespannt sein, wie es auch diesbezüglich weitergehen wird. Man wird auch auf europäischer Ebene hier natürlich die Gespräche suchen, denn es gibt noch eine Reihe anderer Maßnahmen, wie beispielsweise den gemeinsamen Gaseinkauf, der ja momentan immer wieder auch für heifrige Diskussionen sorgt, aber Lösung war diesbezüglich noch keine in Sicht. Ein anderes Thema gab es hier natürlich auch. Nehammer hat auch das Gespräch mit dem Scheich dieses Emirats geführt, hat hier unter anderem auch den politischen Islam in Österreich, Stichwort Terrorismus, angesprochen. Es soll hier auch eine verstärkte Zusammenarbeit geben der Geheimdienste, und auch die Situation in der Ukraine und in Russland, die war ein großes Thema. Wir alle sind gespannt, wie es tatsächlich weitergehen wird, und mit diesen Informationen hier aus dem nächtlichen Dubai, wo alle Lichter brennen und es keinerlei Energiekrise gibt, wieder zurück ins doch etwas kühlere Österreich.